Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eines Kicker TV Spezial. Es dauert nicht mal lange, dann steht das DFB-Pokalfinale an und dann ist es auch mal gut mit dieser nationalen Saison. Dann sind die Titel vergeben. Nicht nur darüber wollen wir sprechen, wir haben auch noch ein bisschen was anderes im Köcher und ich bin sehr froh, dass wir mit Manuel Baum darüber sprechen können, den ehemaligen Trainer des FC Augsburg. Hallo Manuel. Servus, hallo zusammen. Um das mal ganz kurz einzuordnen, da wir uns auch schon ein bisschen länger kennen, machen wir das per Du. Sehr Ich glaube, gerne. das ist auch ganz angenehm, oder? Genau, sehr gerne. Sehr schön. Du, wir haben in dieser Bundesliga-Saison nach vielen, vielen Jahren endlich einmal wieder so einen richtig engen, spannenden Meisterschaftskampf erlebt in der Bundesliga bis zum 34. Spieltag. Glaubst du, dass das ein Vorteil sein könnte für die Bayern fürs Pokalfinale gegen Leipzig oder können sie auch ein bisschen zu lange gefeiert haben? Nee, also wer Bayern kennt, der weiß ja, dass sie sich in der Regel sehr gut auf so Endspiele fokussieren können. Man hat ja das auch gesehen, das letzte Spiel gegen Frankfurt, die ja wirklich eine sehr gute Saison gespielt haben. Es war ja nicht selbstverständlich, dass man da so eine Performance auf den Platz bringt, obwohl man ja doch unter Druck stand, weil Dortmund ja auf Tuchfühlung war und deswegen gehe ich davon aus, dass die sich sehr gut auf dieses Spiel in Berlin fokussieren können. Jetzt warst du ja Trainer beim FC Augsburg. Du kennst viele Trainerkollegen. Man trifft sich ja auch zwischendurch. Niko Kovac in seiner ersten Saison holt gleich die Meisterschaft. Musste auch so einiges durchstehen. Ich glaube, er hat das ganz gut auch gemacht, auch in der Öffentlichkeit. Trotzdem hat er bis dato immer noch keine auch öffentliche Garantie bekommen, dass er auch in der kommenden Saison Bayern-Trainer bleiben darf. Kann diese Diskussion im Vorfeld eines Finals auch ein bisschen Schaden vielleicht herbeiführen? Also ich glaube, beim Finale ist das nicht ausschlaggebend, weil ja jeder Spieler das gewinnen will. Man muss natürlich auch immer unterscheiden, wie wird es nach außen kommuniziert und wie wird es nach innen gelebt. Das weiß man natürlich alles nicht genau. Aber ich sehe es auch so, dass der Nico trotz dieser ganzen Umstände, und wenn man das mal bei Bayern sich anschaut, mit Boateng, Beginn der Saison, auslaufenden Verträge, Ribéry, Robben, dann nicht mehr Nominierung von Hummels, Müller bei der Nationalmannschaft. Also da sind schon sehr viele Sachen zusammengekommen, die es am Nico da nicht einfach gemacht haben. Ich möchte mal so bei den Trainern bleiben. Ich habe so manchmal den Eindruck gehabt, dass die Trainerdiskussion mittlerweile immer hysterischer geworden ist. Auch viele vorzeitige Trainerentscheidungen sind ja gefallen worden. Dieter Hecking, jetzt für Borussia Mönchengladbach die Europa League erreicht, aber schon auf dem Weg dahin war klar, Vertrag wird nicht verlängert. Bruno Labbadia, auch in Wolfsburg, Vertrag wird nicht verlängert. Markus Anfang wird als Tabellenführer beim ersten FC Köln als Trainer, ich glaube, 3 Spieltage vor Schluss entlassen. Kannst du dir erklären, was gerade im deutschen Fußball genau mit dieser Systematik, mit dieser Diskussion passiert? Was ist da los? Kurz ist natürlich schon auffällig, wenn man erste, zweite Liga anschaut, wie viele Trainer, die in die Saison gestartet sind, auch in die nächste Saison starten. Ich glaube, in der zweiten Liga ist es zweistellig, was Trainerwechsel betrifft, in der ersten Liga nahezu. Ja, es ist natürlich schon so, finde ich, dass sich im Trainerbereich da einiges verändert hat. Ich habe da nur ein Interview von Felix Magath ein bisschen im Kopf. Früher war es halt so, dass du als Trainer verantwortlich warst für die Kaderplanung, du warst eigentlich für viel mehr Sachen verantwortlich. Mittlerweile wird das halt auf mehrere Schultern verteilt. Das heißt, du hast Sportdirektoren, du hast technische Direktoren, du hast Kaderplaner und so weiter und so fort. Und da ist es halt wichtig, dass man sich als Trainer danach anpasst und versucht, in einem Team zu funktionieren. Und zudem haben halt viele Vereine sich auch entschieden, eine eigene Spielphilosophie sich auf die Fahnen zu schreiben. Und insofern ist es halt ganz wichtig, dass du ja als Trainer in diesem Konstrukt dich dann auch zurechtfindest. Und je mehr Leute halt auf einer Ebene zusammenarbeiten, desto größer ist die Gefahr, dass irgendwann mal Konflikte entstehen und dass sowas auseinander geht. Also, ich meine, der Trainer steht da nun mal ganz vorne. Er muss die Mannschaft letztendlich einstellen, damit sie am besten 3 Punkte holt. Aber ich möchte mal auf deinen Punkt zurückkommen. Heißt das, dass der Trainer im Grunde genommen nicht mehr die große Verantwortung haben kann für einen Kader? Findest du das gut, dass es auf mehreren Schultern das verteilt ist, dass man ja auch, sagen wir mal, ein bisschen in diesem Punkt die Autorität des Trainers etwas schwächt? Ja, das kann man jetzt so sehen, oder man könnte sehen, dass man ihm einfach Arbeit abnimmt. Also, wenn man das dann in der Tiefe mitbekommt, wie viele Aufgaben
ist dann zu erledigen. Gibt mittlerweile, wenn es jetzt um Transfers geht, da gibt es Spieler, die haben einen Berater, es gibt Spieler, die haben mehrere Berater, dann gibt es internationale Transfers. Wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste mich mit diesen Themen nur auseinandersetzen, zu dem, das ich eh schon machen muss, sei es Medientermine, sei es Fantermine, die einfach dazugehören und die ja wichtig sind, dann würde natürlich noch mehr Zeit verloren gehen von meinem eigentlichen Geschäft. Insofern ist es schon wichtig, dass man das auf mehrere Schultern verteilt, weil ich finde, die Aufgaben deutlich mehr geworden sind. Auf der anderen Seite ist halt das Thema Teamfähigkeit und wie binde ich mich ein und wie stelle ich als Geschäftsführer Sport oder Chef des Vereins so ein Team zusammen. Und in dem Team, da gehört einfach der Trainer, technischer Direktor, Sportdirektor, Kaderplaner dazu. Wie funktioniert das in Abhängigkeit von der Idee, die der Verein hat? Und das hat sich schon entwickelt. Wie oft hast du schon gedacht, gerade wenn du bist natürlich involviert als Trainer hier und da mal, was die Kaderplanung betrifft. Jedenfalls hoffe ich, dass man sich auch abspricht in den jeweiligen Vereinen, sowohl also Sportdirektor, Trainer, wen man denn dann auch gerne holt. Aber gab es schon so einen Punkt, wo du gedacht hast, was soll ich jetzt mit den ein, zwei Spielern? Also ich habe von Trainern gehört, die dann gesagt haben, normalerweise müsste ich hier wirklich sieben, acht auswechseln, weil es ist, wenn du auch gerade während der Saison kommst, ja auch nicht dann der Kader, den du möglicherweise haben möchtest. Ja gut, auf der anderen Seite denke ich immer, der Verein hat sich dazu entschieden, einen Spieler zu holen. Und dann ist es auch wichtig und fair, dass man mit dem Spieler dann versucht zu arbeiten. Und dann denke ich, und so haben es halt wir in Augsburg dann auch immer gemacht, dass wir versucht haben, okay, welche Spieler haben wir denn zur Verfügung und was können wir denn mit diesen Spielern dann umsetzen? Und ich denke, das ist auch eine Entwicklung im Trainerbereich, dass man früher eher gesagt hat, ich habe eine bestimmte Spielphilosophie, die will ich halt durchsetzen. Aber wenn ich jetzt zum Verein komme, und da gibt es auch viele Beispiele mit einer vorgefertigten Idee, die aber mit den Spielern, die ich habe, nicht umsetzbar ist, dann wird es einfach relativ schnell scheitern, das ganze Konstrukt. Insofern musst du eigentlich als Trainer ja, inhaltlich sehr viel im Köcher haben und dann genau deine Jungs anschauen und sagen, was macht denn am meisten Sinn, mit ihnen zu spielen. Glaubst du, dass es schwieriger ist, für einen Trainer seine Philosophie wirklich zu entwickeln mit einer Mannschaft heutzutage? Ja, ich nochmal, ich glaube, also bis auf die, nehmen wir mal Guardiola, der seine klare Spielphilosophie hat, der kann dann zum Verein gehen und kann dann sagen, okay, ich hole mir jetzt, weil ich unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten habe, alles zusammen, was zu mir dann passt. Ich sehe es eher so, du hast als Trainer nicht eine vorgefertigte Idee und sagen, wir spielen jetzt nur unter mir Pressing und Umschalten, sondern du musst eigentlich alles irgendwie können. Und ich habe das so als sehr spannend empfunden im Profibereich im Vergleich zum Nachwuchs. Im Nachwuchs ist es komplett anders. Da gibst du die Idee vor und die Spieler haben es zu machen. Und wenn das nicht gemacht wird, dann ja, gibt es halt deutliche Ansagen und dann müssen die sich anpassen. Und im Profibereich ist es ja logisch, wenn ihr einen Spieler habt, der knapp über 30 ist, der, ich glaube, dann 12 Jahre im Bundesliga-Bereich tätig ist, auf einer Position gespielt hat, automatisierte Abläufe hat. Und wenn der dann was ändern muss, dann tut sich der natürlich deutlich schwerer wie jetzt ein junger Spieler. Insofern ist es ganz wichtig, eben die Spieler sich gut anzuschauen, zu schauen, wo sind ihre Stärken und wie bauen wir es dann am Ende des Tages alles zusammen. Punkt Spieler, Thema Spieler. Kannst du eigentlich heute als Trainer wirklich noch jeden Spieler offen, hart und ehrlich kritisieren? Das ist jetzt auch wieder ein Thema, das ein bisschen komplexer ist. Also ich kann jetzt nur aus der Augsburg-Sicht berichten. Wir hatten teilweise 12 Nationen in der Mannschaft. Und wenn man aber sich ein bisschen mit Kulturen und deren Werte auskennt, dann weiß man aber auch, dass die Kritikfähigkeit oder das Feedback, je nachdem, wie man es immer nennt, in Kulturen unterschiedlich gehandhabt wird. Also wenn man jetzt nach Asien geht, dann ist ein direktes Feedback oder direkte Kritik schwierig, weil die einfach nicht trennen können zwischen Sache und Person und die verbinden dann immer gleich damit, der Trainer mag mich nicht mehr. Deswegen musst du dir dann schon Gedanken machen, wie kritisiere ich einen, der aus dem Kulturbereich kommt oder aus dem anderen. Deswegen muss man da differenzieren. Aber dass Kritik eigentlich immer dazu da ist, um sich ja zu verbessern, das muss schon
muss jedem bewusst sein. Auf der anderen Seite, wenn sich jemand dazu entscheidet, nach Deutschland zu kommen oder zum bestimmten Verein, dann muss der natürlich auch die Werte annehmen, die da bei uns gelebt werden. Und das ist schon ein großer Spagat, den du da als Trainer hinkriegen musst, weil wenn du das nicht weißt und packst du dann jemanden nicht so, wie es bei denen üblich ist, dann kann es schon mal ganz schnell in eine falsche Richtung gehen und dann würde der nicht verbessern, sondern dann würde er wahrscheinlich eher schlechter werden. Wie sieht es in puncto Hierarchie aus? Hast du das Gefühl, dass der Trainer sozusagen eben, weil es derjenige ist, der die Mannschaft aufs Feld schickt, der sie einstellen muss, eben in der Hierarchie noch über den Spielern steht? Ja, also das definitiv. Natürlich ist es so, dass Spieler im Vergleich zu den Trainern, also man hört ja nie, dass man über den Marktwert eines Trainers spricht, sondern man sagt ja eigentlich immer, der Spieler hat einen gewissen Marktwert und der ist, je nachdem, bei welchem Verein er spielt, höher oder niedriger. Und das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Nur als Trainer darfst du jetzt sowas nicht in deine Überlegungen mit einbeziehen. Deswegen war es uns oder mir ganz wichtig, ich wollte überhaupt nichts über Verträge, über irgendwelche Optionen, über sonstige Geschichten wissen, weil meine Aufgabe als Trainer ist, die Mannschaft so einzustellen, dass die passenden, besten Spieler am Wochenende auf dem Platz stehen. Nicht die, die vielleicht den größten Marktwert oder High Potentials sind, die man gut verkaufen kann oder deren Verträge auslaufen, damit die spielen, um den Vertrag wieder zu verlängern. Ich möchte mal ganz kurz zur Kritik zurückkommen. Wir müssen über eine Sache sprechen, Manuel, mit ein bisschen Abstand. Es ist auch ein paar Wochen, ein paar Monate vergangen. Martin Hinteregger, der österreichische Nationalspieler, jetzt noch ausgeliehen ja vom FC Augsburg an Eintracht Frankfurt, hat für sich persönlich wunderbare Reise, sportliche Reise jetzt erlebt mit der Eintracht in der Europa League. Da gab es von ihm eine laute und öffentliche Kritik, auch an dir. Er hat gesagt, das ist keine Entwicklung, ich kann nichts Positives über ihn sagen. Ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen. Mhm. Warst du darüber enttäuscht und sauer über diese laute und öffentliche Kritik? Ja, natürlich ist es in dem Moment unverständlich, aber ich denke, also ich will jetzt persönlich von meiner Seite, wie da meine Gefühlslage ist oder was ich dazu denke, gar nicht viel sagen. Ich glaube, jeder, der sich mit dem ein bisschen beschäftigt, der kann recherchieren, dass er in diversen Interviews im ersten Halbjahr noch gesagt hat, wir spielen den besten Fußball in Augsburg ever. Wir hatten ja dann den besten Saisonstart. Er hat da in diversen Lokalitäten in Augsburg immer wieder verlauten lassen, dass er wechseln möchte. Und jetzt liest man ja auch, dass er, wo ich noch Trainer war, gesagt hat, wenn Baum Trainer ist, komme ich nicht mehr. Jetzt ist Baum nicht mehr Trainer, jetzt will er trotzdem nicht kommen. Also das sind so Sachen, ich glaube, da muss ich gar nicht viel dazu sagen, da kann sich jeder dann sein eigenes Bild machen. Das Trainerdasein, ich habe über Hysterie gesprochen, über manche für einen Außenstehenden nicht nachzuvollziehende Entscheidungen. Es gibt ja immer so dieses Wort Zeit, also etwas zu entwickeln, braucht Zeit, hört man natürlich häufig. Kannst du dieses Wort Zeit eigentlich noch hören? Wenn du, gerade auch wenn du Entscheidungen auch miterlebt hast, jetzt in der Fußball-Bundesliga, in der zweiten Liga, über Trainer, man hat den Eindruck, nach ein, zwei Niederlagen, um Gottes Willen, es wird schon einiges in Frage gestellt. Ja klar, also du hast jetzt nicht mehr die Zeit, geh wieder ein bisschen in Nachwuchs runter, du hast mehr Zeit, einfach was zu entwickeln. Im Profibereich ist es einfach ein Tagesgeschäft und du bist halt sehr ergebnisabhängig. Aber trotzdem sage ich, ist es irgendwie möglich, beides hinzubekommen. Und das ist schon auch das Ziel des Trainers, dass du dein Training dann so gestaltest, dass man sagt, okay, man macht Einheiten, indem man individuell versucht, die Spieler zu verbessern. Man muss dann aber auch parallel dann wieder in die Spielvorbereitung gehen, um zu sagen, okay, wir wollen ja das nächste Spiel gewinnen. Ich glaube, das schließt sich gegenseitig nicht aus. Und du darfst halt als Trainer einen Fehler nicht machen, dass du dir Gedanken über diese Zeit machst, dass die sehr schnell endlich sein kann und dass du eine geringe Halbwertszeit hast. Weil dann, glaube ich, kommst in einen Trott rein, der nicht förderlich ist für die Entwicklung, dann schaust nur auf dich selber und entwickelst deine Spieler nicht weiter. Schwieriges Feld auch Trainer da sind, auch wenn es wunderschön ist, gerade wenn man sich natürlich noch in der Fußball-Bundesliga bewegen darf und dort arbeiten darf. Deswegen an dich meine letzte Frage, Manuel. Wann sehen wir dich denn in der Fußball-Bundesliga wieder? Kommende Saison schon? Oder in der zweiten Liga ist auch wunderbar zu arbeiten, wollen wir ja nicht unter Tisch kehren. Ja, also natürlich macht man sich Gedanken über die Zukunft, aber ich werde jetzt nächste Woche erstmal mit meiner Familie in Urlaub abhauen. Sehr gut. Genau. Ich denke, das haben wir uns verdient. Ich war jetzt 5 Jahre in Augsburg sehr, sehr glücklich und
durfte 2,5 Jahre da den Nachwuchs entwickeln und 2,5 Jahre im Profibereich arbeiten, habe sehr viele schöne Erlebnisse gehabt, durfte unglaublich viel lernen. Und natürlich will ich es irgendwann mal wieder mit einbauen. Und wann der Zeitpunkt kommt, kann ich nicht sagen. Aber jetzt erhole ich mich nochmal gut im Urlaub und dann bin ich wieder bereit. An alle Vereine draußen, die dann noch einen Trainer suchen, Manuel Baum, wenn aus dem Urlaub wiederkommt, sind die Batterie wieder voll aufgeladen und kann wieder durchpassen. Ja, ein bisschen bräuner, weil hier ist ja das Wetter mittlerweile. Ja, ich sage auch, ich bin dabei so high. trotz der Sonne, die Gott sei Dank heute mal scheint. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und es bleibt mir nichts anderes zu sagen, als schönen Urlaub mit deiner Familie. Danke. Und Ihnen, liebe Zuschauer, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis demnächst hier beim Kicker TV Spezial. Machen Sie es gut. Ciao, servus.